Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu Valheim. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Wir bauen heute wieder ein bisschen weiter. Yay! Ich war ganz gut was an Holz sammeln, wie man sieht. Da liegen noch 10 Steine rum, die können wir gleich mal noch wegpacken. Ja, ansonsten auch nicht viel. Bisschen Stein gesammelt, das Feld hier nochmal besamt. Nicht gestorben diesmal, alles wie beim Alten. So kann es doch weitergehen. Warum muss das immer so verdammt neblig sein? Das macht sich beim Bauen irgendwie immer richtig doof. Gerade wenn man sich da mal ein paar Sachen angucken möchte, wie es aussieht. Naja. Ist halt eine neblige Welt hier. Einmal Holz, zweimal Holz. Haben wir das. Ich habe mir noch nicht so wirklich Gedanken gemacht, wie wir jetzt am besten weitermachen. Ich muss mal überlegen, was macht man am dümmsten? Ich sag mal mit dem Dach. Wir können hier zumindest schon mal das weitermachen mit dem kleinen Überhang. Ja, da haben wir die kurzen genommen. Wo ist das? Das war das kurze. Ich bin ein Doofbold. So, dann können wir das wegreißen. Jetzt müssen wir mal gucken. Das muss gerade sein, das muss gerade sein. Und das kann auch gerade sein. Perfekt. Dann brauchen wir hier ein halb eingerücktes. Noch eins. Wird es hier schon schräger? Hier wird es schon schräger. So. So. Ah, geht doch voran. Mittlerweile klappt das auch ganz gut mit dem rundlich Bauen, muss ich sagen. Wenn man die einfach so ein bisschen halt übereinander legt, dass man zwei auf einen Platz macht. Die Leiter nervt gerade. Dann klappt das tatsächlich eigentlich auch relativ gut. Außer natürlich jetzt. Ich glaube... Nein, was habe ich jetzt eingerissen? Was war's? Das war der Balken, ne? Der war's. Übeltäter. Ich glaube, das müssen wir weiter einrücken. Sehr viel weiter möchte es gar nicht. Aber das dann. Komm. Jetzt haben wir es. So. Dann haben wir nämlich das auch schon fertig. Und ich muss sagen, mir gefällt das Ding hier echt geil. Ich möchte hier in die Mitte noch eine Feuerstelle machen. Und dann haben wir schön hier so ein rundes Feuerlein. Ein rundes Gebäude drumherum. Mal gucken, wie wir es dann noch einrichten werden. Aber ich finde das schon mal mega geil. Ich möchte es auch größtenteils so offen lassen, wie es jetzt ist. Mal gucken, ob man es noch ein bisschen verschönert, aber... Jetzt sehen wir einfach direkt gar nichts mehr, ne? Wahnsinn. Ja, so ein bisschen offen lassen. Sollte, denke ich, doch ganz schick sein. Kann eigentlich so bleiben, genau. Hier braucht man wieder etwas schräger. Ist das? Irgendwas rennt gerade rum, macht komische Geräusche. Müssen wir mal gucken. Hier möchte es gerade nicht so wie ich. Wir brauchen hier auf jeden Fall erstmal die Geraden. 1, 2 und 3. Das heißt, das Ding ist verkehrt. Das muss so. Jo, jetzt passt es. Cool. Dach soweit beendet. Sieht doch auf jeden Fall schon mal ganz deluxe aus. Ach, ist das jetzt... Wenn wir uns nochmal schnell schlafen legen? Tut mir leid, ich mache das eigentlich immer vor der Folge, aber... Dass die Sichtweite jetzt auf einmal so krass runtergeht, habe ich irgendwie nicht erwartet. Komm, wir gehen und nochmal schnell eine Runde schlafen. Dann sehen wir auch wieder ein bisschen was. Fände ich nicht so verkehrt. Und dann gucken wir mal, dass wir am Haupthaus, also am eckigen Gebäude, ein bisschen weiter bauen. Ich hatte noch eine Überlegung mit dem rechten Ende des Gebäudes. Bin mir aber noch nicht ganz sicher, ob wir das umsetzen. Hier, ihr seht, alles voller Rüben. Es werden immer mehr. Müssen uns dann auch mal noch ein bisschen mit den neuen Rezepten beschäftigen. Ich habe halt überlegt, ob wir hier vielleicht nochmal so eine Ecke machen, die so nach vorne geht. Weil Platz haben wir hier schließlich noch. Bin mir halt
Bloß nicht ganz sicher, ob das so mega cool aussieht. Ja, halt so ein kleiner Abknick wie so ein L. Noch hier nach vorne, vielleicht auch bloß überdacht, nicht direkt mit Wänden drumherum, aber ich weiß es noch nicht. Wir bauen erstmal so weiter und gucken uns das am Ende dann mal an. So, das heißt, wir brauchen entweder die verstärkten Balken oder ich hatte auch einen Kommentar, dass wir auch Steinsäulen nehmen könnten. Das sieht vielleicht besser aus. Danke dafür erstmal. Hast du natürlich vollkommen recht. Bin halt bloß noch am Überlegen, wie ich das am besten einbaue. Ich hatte ja eh überlegt, auch ein bisschen Stein mit reinzumachen, aber ich denke, die Kombi wird schon besser aussehen. Stein und dann die Rundhölzer als Längsbalken so dazwischen. Ich wollte es ja eh ein bisschen dicker machen als hier nur eine Postenbreite. Fangen wir denn am dümmsten mal damit an? Also als erstes bräuchten wir den Schmied, den haben wir, den Steinmetz, den habe ich hier schon mal hergepackt. Dann bräuchten wir Stein, was wir wahrscheinlich nicht aufnehmen können. Das heißt, weg mit dem Holz, ja, mit dem Stein. Das heißt, auch erstmal die Balken wegreißen und jetzt müssen wir mal gucken. Nehmen wir so eine Steinsäule. Ich fand, dass die übereinander... Die sehen irgendwie so ein bisschen krüppelig aus, aber ich glaube, das ist bei denen... Ist das dasselbe? Das sieht das besser aus. Also wirklich perfekt gerade ist das alles nicht. Na, wenn dann wahrscheinlich schon eher hier die Steinsäulen, ne? Wir probieren es mal. Also, wir wollen eine Steinsäule bauen. Wir reißen die hier weg. Wir kommen natürlich gar nicht mehr auf die Höhe. Weil die Steinsäule eigentlich in der Mitte von den Dingern steht, wa? Ja, froh, dass es noch nicht einreißt. Das heißt, der Boden müsste weg. Nee, es kommt einfach generell. Die Steine snappen nicht auf die Mitte ein. Könnten es natürlich einfach so platzieren, aber ich bin immer Freund von diesen Snap-Punkten. Ja, dann weiß ich, dass es am Ende auch alles gerade wird. Hm. Das ist natürlich irgendwie nicht so geil. Mit dem Balken kommen wir zumindest genau auf die Mitte raus und dann passt halt auch alles andere mit Fußboden und so weiter und so fort. Bin mir halt, wenn ich das Ding jetzt hier hinpacke, wird das wieder besser? Das reicht schon, ne? Na gut, der Fußboden würde natürlich trotzdem noch passen. Aber irgendwie sieht das ganz schön doof aus. Wenn wir das Ding noch mit hinpacken und immer so eine doppelte... Geschichte bauen, hält dann natürlich bloß von dem oberen einfach absolut nichts mehr. Wenn wir jetzt hier einfach nochmal drauf bauen, das heißt, wir müssten halt, wenn dann schon wirklich so diesen machen. Ja, ich weiß nicht, ob das so die Lösung ist. Oder halt wirklich so drunter bauen. Und dann geht das hier am Ende vorne und hinten nicht auf. Nee, das ist mir irgendwie nix. Wir basteln jetzt doch erstmal die verstärkten Holzeisenpfosten. Ich finde die halt optisch nicht ganz so geil. Aber mir würde jetzt auch gerade keine bessere Lösung einfallen. Weil so ist halt doof und so in die Mitte packen. Dann geht das, wie gesagt, am Ende mit dem Fußboden und alles nicht auf. Ich hatte ja eh die Überlegung, dass wir das alles ein bisschen breiter machen. Also mein Gedanke war ja, eventuell halt diesen zu machen. Und dann am Ende noch diesen zu machen. Dass wir die Wände einfach dementsprechend etwas breiter machen. Und so haben wir halt trotzdem auch Steinelemente mit drin. Ich wollte nicht die, ich wollte eigentlich die hier. Und so dachte ich mir, können wir es eigentlich ganz cool gestalten. Ich denke, wir machen das so. Und wenn wir dann effektiv hier überall noch so einen verstärkten Eisenpfosten mit reinmachen, dass wir etwas höher bauen können, sollten wir doch eigentlich ganz gut fahren damit, oder? So. Dann sind die Wände etwas dicker, wirken etwas dreidimensionaler, wenn wir da ein paar Löcher mit reinbauen. Und das snappt halt auch alles ordentlich ein und ich weiß, dass es am Ende gerade ist. Ich bin nicht so der Freund von diesen frei...
instellen, freibauen Geschichten. So, dann könnte man nämlich rein theoretisch auch hier immer noch so ein Ding mit dran setzen. Und hat am Ende einfach ein bisschen Holz mit drin. Und dann würde ich halt ganz gerne, na, dafür brauchen wir das Kernholz. Werf schon mal die Steine weg. Ja, dann würde ich ganz gerne noch die Rundholzbalken damit integrieren, weil ich finde, das sieht cool aus. Ich habe noch ein bisschen Edelholz gesammelt, Kernholz leider nicht mehr. Da müssen wir demnächst nochmal etwas in den dunklen Wald gehen. So, und dann dachte ich mir halt, dass wir das Ganze so machen. Es guckt zwar am Ende hier immer so ein bisschen raus, aber ich denke, das kriegen wir irgendwann noch ein bisschen schöner hin. So, halt einmal diesen. Wenn wir dann halt noch eine Reihe bauen. Dass das zumindest so auf der Höhe ist mit dem Stein, obwohl der Stein jetzt auch etwas weiter drin wirkt. Aber was ich halt hier ganz cool fand, ist, wenn wir das jetzt einfach rausreißen und so ein bisschen halt ein Fenster drin haben oder eine Öffnung, es wirkt halt einfach viel schöner dadurch, dass das nicht nur ein Balken ist. Der liegt gar nicht komplett dran, ne? Kriegen wir den noch hier dran gezimmert? Nee, ne? Wohl doch. Vielleicht wirkt es ja so etwas besser. Moment. Weg damit. Ich wollte das nämlich eigentlich ganz gern so haben. Er möchte nur davon, obwohl, Moment, wenn wir natürlich den noch dran bauen, könnte es natürlich sein, dass das jetzt auch besser klappt. Oder auch nicht. Ne, der snappt hier in der Mitte nicht ein. Verdammt. Nur an dem Äußeren. Wenn wir hier noch einen kleinen reinbauen. Der möchte gar nicht, ne? Ne, natürlich nicht, weil das Ding ja noch nicht zu Ende ist. Also doch so. Ja, geht tatsächlich nur so. Halt die Frage, gefällt uns das am Ende so oder nicht? Ich finde es halt prinzipiell, wie gesagt, ganz cool, dass es dadurch ein bisschen dreidimensionaler wirkt. Wenn wir da immer mal abwechselnd ein bisschen von denen und ein bisschen Stein mit reinbauen, dann wirkt die Fassade auch nicht ganz so langweilig. Es ist natürlich die Sache, dass diese Holzbalken hier drüben immer so ein bisschen rausgucken. Aber ich denke, das können wir nicht verhindern. Notfalls könnten wir halt davon nochmal... Nee, können wir nicht, weil es nicht einsnappt. Tja, gute Frage, nächste Frage. Ich würde sagen, wir basteln das jetzt einfach mal ein bisschen so. Wenn es uns am Ende nicht gefällt, dann können wir es immer noch anders machen. Na, jetzt so. Und dann nochmal die Geschichte hier. Ich finde das nämlich schon echt sehr, sehr viel ansprechender als einfach nur diese geraden Platten. Wir müssen halt überlegen, in welchen Abständen wir immer das Stein dann mit reinbringen. Ob das jetzt cool aussieht, wenn man einfach mal so ein Ding macht und dann wieder... ist schon alle. Sag mal, von innen finde ich es jetzt auch nicht so schlimm. Wir holen uns mal noch ein bisschen Kernholz. Und gucken mal, wie es am Ende aussieht. Ah, natürlich trage ich zu viel. So, aber wir haben echt kaum noch Kernholz. Das wird ohne Ende Kernholz fressen. Wir müssen unbedingt welches sammeln gehen. Man könnte natürlich auch überlegen, ob man einfach generell das erste Stück von der unteren Etage in Stein macht. Und dann oben drüber das. Uns das besser gefällt. Das könnten wir ja mal ausprobieren. Wenn wir jetzt mal sagen, haben wir jetzt noch Stein? Ne, den habe ich weggeworfen. Wir nehmen jetzt mal noch kurz den Stein mit auf. Wenn wir jetzt mal sagen, wir basteln hier noch so ein Ding hin. Zack.
und machen da oben drüber nochmal die Geschichte. Uiuiuiui. Wir müssen unbedingt was wegwerfen. So, was fehlt denn? Ach, weil ich das Holz weggeworfen habe. Ich bin aber auch manchmal echt ein Schlaumeier. So, also wir packen die Geschichte hier drauf. Ah, Mist, was habe ich jetzt eingerissen? Das war's. So, machen das nochmal weg. Wenn wir jetzt sagen würden, wir machen die unterste Etage hier mit dem. Komm, wir basteln gleich noch eins hin, dann können wir es uns am Ende bestimmt besser vorstellen. Machen erstmal generell diesen. Lassen dann vielleicht gleich was frei. Dass wir dann erst auf der oberen. Also vielleicht, lasst mich mal überlegen. Kriege ich das hier irgendwo angesnappt? Wir dann erst hier auf der oberen Etage anfangen, die Kernholzbalken zu ziehen. Dann brauchen wir halt wieder das Ding hier. So habe ich es doch gemacht, ne? Ja, genau. Und wir brauchen einmal ein gerades Stück. Und dann machen wir die restlichen Balken auch noch hier dran. Das ist jetzt selbe Höhe, ja. So, dass wir es am Ende vielleicht so machen. Haben wir hier natürlich überall die Längsbalken für das normale Grundgerüst stehen. Weiß nicht, wirkt das zu langweilig? Wir könnten ja effektiv hier drin auch nochmal solche Geschichten mit reinbringen. Dann haben wir halt keine richtigen Fenster. Finde ich aber prinzipiell erstmal gar nicht so hässlich. Ich würde es jetzt nicht über die komplette Breite ziehen, weil dann haben wir überall immer nur so ein Drittel Stein, ein Drittel Kreuze, ein Drittel Holz. Sondern vielleicht wirklich ein bisschen abwechselnd. Dass wir hier auf gleichem Abstand von links nach rechts wie von rechts nach links erstmal die Geschichte verbauen. Und dann irgendwo drin mal einen Cut ziehen, wo wir das dann vielleicht so machen wie hier. Wäre doch eine Überlegung wert, oder? Dass wir das dann sozusagen immer als richtige Fenster nutzen, weil wir hier jetzt halt bloß so ein bisschen zum Durchgucken haben. Aber ich glaube, so alles in allem gefällt mir das eigentlich ganz gut. Die beiden Sachen können wir noch wegreißen. Jetzt geht natürlich so ein bisschen diese Dreidimensionalität verloren, weil das alles auf derselben Höhe ist, aber wir kriegen es dadurch wieder rein. Und wir können natürlich am Ende auch noch dann auch mit Sachen, die vielleicht nicht unbedingt einrasten, hier noch so ein bisschen was dran basteln. Dass das Ganze nochmal etwas dreidimensionaler wirkt. Generell ein paar Verzierungen und sowas. Ich glaube, das wird der Weg, wie es mir gefällt. Ja, ich glaube, das können wir so machen. Zack und zack. Der oberste ist doch viel zu kurz. Was ist hier passiert? So, das heißt, dann brauchen wir noch eine so ein Dings hoch. Ja, ich glaube, das ist okay. Können wir so machen. Dann lass uns das mal weiter basteln. Oh, Folge ist schon wieder rum. Wow, die ging aber fix rum. Tut mir leid, dass ich jetzt erstmal so lange überlegen musste, aber es soll ja am Ende auch schön werden. Ich habe mir zwar schon ein paar Gedanken gemacht, aber das ist gerade doch, sag mal, Freestyle entstanden. Könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu haltet. Aber ich finde, das ist prinzipiell eine ganz coole Variante. Die Steine müssen wir irgendwie noch ein bisschen hübscher machen. Ich denke halt auch da an. Schaut mal sowas mit ran. Und sowas vielleicht. Okay, da fehlt mir jetzt Kernholz. Ich denke, wenn wir das am Ende so gestalten, wird das doch definitiv etwas hübscher als das hier, oder?
Sollte so werden. Na gut, dann machen wir an der Stelle erstmal Schluss mit der Folge. Nächste Folge bauen wir noch ein bisschen weiter. Gucken mal, wie viel wir von der Fassade schaffen, aber das Kernholz ist, glaube ich, jetzt schon so gut wie leer. Das heißt, da müssen wir zeitnah mal noch ein bisschen was sammeln gehen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis dahin. Macht's gut.